Hallo und herzlich willkommen zu unserer endlich Folge 50 hier bei Minecraft. Ja, und die anderen wollen auch Hallo sagen. Hallo, hallo. Ja, und als Special dachten wir, weil ja gerade Ostern ist, dass wir hier auf den Nitrado-Server gehen und da ist ein fröhlicher Typ, den wir nicht kennen, der sich einfach mal so, da hinten läuft noch so ein Typ rum, der sich einfach mal ins Bild reingedrängelt hat. Und da dachte ich, ja, Also, komm, lass mal die Aufnahme starten, wie der Typ da so hallo rumsteht. GZX. Ich kann gerade mein Hut nicht. Hut war doch F2, ne? Was es hat, das kenne ich aus dem Football. Ah ne, es war F1. Ich habe den Timer nicht angemacht. So, jetzt. Oh, Spaziergang, Errungenschaft. Ja, und es gibt halt noch Habe ich viel, was wir schon. erklären müssen. Vielleicht bleiben wir so lange in der Lobby, während Ach wir das so. erklären, dann läuft die einfach weg. Das ist das Nitrado-Oster-Event. Gehen wir doch Wir jetzt haben mal eine. schön Eier suchen. Wir ha Hey, ich bin noch am Erklären. Es gibt eine riesige Welt, die ist wirklich riesig, mit Wolkenkratzern und Flughafen und Casino, Playboy-Haus, also Puff. Ja, ist es Und halt. Kuchen. Kuchen gibt's auch. Das ist das Highlight. Danke fürs Zugucken, das war's dann? Nee. Ostern ist vorbei, tschüss. Ostern ist vorbei, es gab Huch, Kuchen. huch. Leck, leck, leck. Leck, Leck, leck. leck, leck, Ich kann leck, da nicht leck. draufspringen. Ich leck da immer wieder runter. Jetzt geht's. Vielleicht, weil da eine Vase drauf Boah. ist. Du Ja, 3 Cent verdient. auf Ich jeden hab auch schon Fall. 2. Ich habe jetzt 1,02 € Guthaben. Oh mein Was? Gott! Oh. Das war Steffis Handy. Nein, das war nicht mein Handy. Es Das ist ist mein Keksis Handy. Handy. Ja, es war mein Sehr Handy. professionell. Mein Wecker. Dein Wecker. Ah. Ja. Soll Wenn ich abends mal einpenne Damit du um 8 oder aufwachst, fürs Wichtige. so. Ja. Also, was ich sagen Mich wollte. Haare waschen. Wir müssen in dieser Welt Eier suchen. Ostereier, die überall in der Welt versteckt sind. Und das in dieser riesigen Welt ist wirklich sehr schwer. Ihr seht hier rechts, 1500 gibt es. Und ich habe 0. Dazu gibt es hier diesen kleinen Kompass. Wenn man sich in der Nähe befindet, zeigt er einem die Eier an. Wenn man sehr nah dran ist, dann aber nicht mehr, dann spinnt er irgendwie und dann ist man halt auf sich allein gestellt. Also bei dir zeigt er mir keiner an. Den Entschuldigung. Witz euch wünschen gemacht, damit ich Ich ihn lach höre. morgen, weißt du? Ich rufe dich dann morgen Entschuldigung. an, ja? Okay. Es gibt dann hier das Seil, damit kann man Tiere, die man später freischalten kann, an die Leine nehmen und hinter sich herführen. Und dann gibt es noch dieses Buch hier, das ist das Erfolgebuch, in dem man seine Erfolge einsehen kann. Wie ihr eben gesehen habt, es gibt verschiedene Erfolge. Hier zum Beispiel den Magierzirkel, finde den Magierkreis, den Eisweiten? Eisweiten, okay. Und es gibt halt auch ganz viele einfachere Sachen. Hier allgemeine Sachen, wie zum Beispiel den Spaziergang, laufe 1000 Meter. Das habe ich jetzt eben geschafft, dadurch, dass wir ja schon ewig gebraucht haben, um hier auf den Server zu kommen und die Einstellungen alle richtig zu machen. Dann Wiederholungstäter, betrete erneut den Event-Server und einfach willkommen, nimm am Event teil. Ja, das hat man bekommen, wenn man unten, glaube ich, rausgelaufen ist und ich wollte eben mal gucken, wie es draußen aussieht mit meiner eingeschränkten Weitsicht. Und aber wir lesen jetzt nicht dieses ganze Tutorial hier vor. Wir gehen jetzt runter. Für alle, die mitkommen Er wollen. läuft einfach weg, weil es geht einfach. Also ich werde jetzt die ganzen Dinge hier jetzt nicht vorlesen. Die ganzen Hinweise haben wir jetzt gerade grob erklärt. Und Eiersuche. Wort. durch die ganzen Achievements, die man hier in diesem Buch hier sammelt, kann man Guthaben auf seinem Nitrado-Server sammeln, wenn man das vorher macht. Das macht man, indem man den Chat öffnet, Schrägstrich, Nitrado, Leerzeichen und dann die E-Mail-Adresse, mit der man sich bei Nitrado angemeldet hat. Und Keksi, bleib mal hier, wir gucken uns mal die Karte an. Das sieht jetzt hier Warte, zwar noch da. relativ klein an, weil es halt ein kleines Format ist, aber wenn man da mal so durchgelaufen ist, sieht man, dass es echt riesig ist. Also wir werden auf jeden Fall nicht alles zeigen können, das ist klar. Aber wir versuchen halt, so viel wie möglich zu zeigen. Und hier ist das erste Ei, das eigentlich jeder schon so direkt geschenkt bekommt. So, dein erstes Ei, Glückwunsch! Yay! Ja, und hier sieht man auch schon riesige Bauten. Und es könnte sein, dass es bei mir und bei Keksi, glaube ich, auch immer eine Zeit lang dauert, um halt aufzubauen, weil wir unsere Sichtweite auf 8 Chunks begrenzen müssen, da wir sonst noch weniger FPS haben würden, als wir sowieso schon haben. Wo Und ist Gra es? Keksi hat gerade bei mir rumgeleckt und stand auf einer Stelle und jetzt ist sie da. So, Ich leck auch gerade total. ja, ich leck Toll. bei mir auch gerade.
Wir müssen obwohl ich wirklich zusammenbleiben. Ja, das. Sonst sind wir echt verloren. Ach, das ist gut mit der Karte. Oder wir müssen wieder alle zurück zum Spawn. Nee, wir haben ja auch die Karte sonst zum Erfolg! Chicken Cola! Yeah! So, Ihre Bestellung, $40. Man kommt rein und hat direkt schon mal bestellt, ohne es zu wissen. Und man muss wirklich jede Ecke hier abgucken. Was darf sein? Oh ja, wir suchen ja auch was. Ich bin hier nur am Gucken. So, guck mal, wie schön das aussieht. Ja, aber ich glaube, pro Gebäude gibt es, glaube ich, echt auch nur Bewegung ein Ei oder gesund. So. Der Erfolg. Kompass. Ich bin gerade irgendwie. Ich kenne mich mit Kompass nicht aus, aber ich nehme ihn mal in die Hand, um professionell auszusehen. Ach, ja. Also man muss an der roten Spitze. Hühnerköpfe, ist das eklig? Ja, voll eklig. Steht, glaube ich, unter der Kategorie. Ja, voll EI. aber. Ich weiß nicht, wir werden wahrscheinlich auch nicht mit dem Kompass so arbeiten. Wir werden einfach... Hier ist ein Ei-Keksi, hier bei den Hühnerköpfen. Hier rein. Man sollte immer zwei davon haben. Erfolg. Hier, guck mal hier, Keksi. Hier, wo bist du lang? Hier, hinter dir. Geh mal zurück. Da. Da bin ich gerade hingelaufen. Hier. Und jetzt da rechts. Also von dir aus rechts. Deine Ecke. Ah. Steffi, bist du... Willst du das Ei auch haben? Ich folge euch. Nee, die macht hier nur so mit. Hin und her gucken hier. So, jetzt hier durch und dann einmal rechts rein und dann nochmal rechts, da liegt's in der Ecke. Ich komme schon gleich. Jetzt seht ihr da rechts auch, wir haben zwei Eier gefunden und uns fehlen nur noch 1498 und es pisst draußen. Steffi, du bist doch so gut. Mach mal Wetter sauber. Mach mal das Wetter sauber. Das Wetter sauber? Ja. Portion Chicken. Ich die raus, die gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, wie das ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in jedem Gebäude mindestens ein Ei gibt. Könnte ich mir so vorstellen, kann aber auch genauso gut falsch sein. Und die Eier liegen halt immer... wir machen alle drei den gleichen Fehler. Das liegt auf jeden Fall immer auffällig rum, das heißt, es liegt nicht in irgendwelchen Kisten. Also, was heißt schon auffällig? Man muss jetzt nicht die Kisten... Hier ist eins! Hier! Hier sind sogar zwei in einem Raum. Steffi, die Treppe hoch und dann immer weiter... Ja, ich bin schon da, keine Panik. Ja, ja. Sehr gut. Und wie ihr seht, der Kompass, der hat uns da irgendwie aus dem Gebäude rausgelockt. Ich glaube, sobald man halt in einer gewissen Reichweite ist, werden die Eier nicht mehr mit dem Kompass angezeigt, weil es ja dann zu einfach wäre, glaube ich. Vermute ich. Ach, das sah aus, als ob was fehlen würde. So, es geht noch höher, Keksi. Wollen wir nochmal nach oben? So, hier geht's wieder runter? Ja. Und was ich auch schon gesehen habe in einem diversen Livestream, Steffi will sich erstmal ein Getränk machen. Dann ein Eis. Achso, ein Eis. Das ist süß gemacht, ich finde die Idee toll. Was es auf jeden Fall gibt, es gibt eine Messehalle, das ist echt ein riesiges Gebäude. Und da werden alle Leute ausgestellt mit ihren Avatarköpfen. Also die haben alle so einen Ausstellungsstand. Die an dieser Map hier mitgemacht haben, weil hier haben echt viele Leute mitgemacht, also ganz normale Minecraft-Community-Leute, die bei Nitrado gesagt haben, hier, wir wollen irgendwie ein Gebäude bauen, zum Beispiel, wir wollen dieses Restaurant hier, wir wollen ein Restaurant bauen und dann haben die das halt, ja, auf einem Server, glaube ich, gebaut und dann wurde das Copy and Paste hier eingebaut. Ja, und in die höheren Etagen geht's nicht als hier. Es regnet, das ist doof. Ich mag Regen. Ja, aber in Minecraft bringt es immer ein bisschen, finde ich, ein bisschen Längen mit sich, bei mir zumindest. Bei mir nicht. Das hier ist die Paysafe-Zentrale, genau. Und hier gibt's auch Wassertreppen. Ui. Und in jede Ecke gucken. Rolltreppe auf. Ja, wir werden jetzt die ganze Map absuchen und werden da echt in jede Ecke gucken, Leute. Nur bei uns auf den Kanälen. Das findet ihr bei keinem anderen Let's Player. Wir sind die 1000 Folgen raushauen werden von diesem Special, ja. Und wir werden auch noch nächstes Jahr, Weihnachten, werden wir immer noch genug Folgen haben, um euch zu zeigen, wie das hier auf dem Server war. Weil wir jetzt echt jeden Tag hier dran sitzen. Heiligabend dann, wir finden das letzte Osterei. Genau. Ja, aber nächstes Jahr Heiligabend, ne? Oh. Oh. Wir machen einfach mal ein Folge 50 Special, weil das dann ich bin falsch gelaufen. Ein ganzes Jahr lang geht. Boah, das ist voll schwierig, weil das ewig dauert hier hoch. Ich glaube, wollen wir echt bis nach ganz oben? Guck mal nach oben. Ja. Guck mal, wie nach oben.
Ja, aber schon. Von der Decke. Doch. Ha, ich bin schneller als du. Henner. Da sehen die Kixi, wie sie in einem Affen-Speed-Tier die Rolltreppe noch gefahren kommt. Los, Endspurt, Endspurt, und da ist das Ziel, Ziel, yeah! Ziel. Yeah! Auch der Letzte hat es endlich geschafft. Und Kixi hat hoffentlich einen Timer gesetzt, so professionell wie wir sind. Ja. Sehr gut. Vielleicht eine Minute zu spät, aber... Ah, egal. Eine Minute, darauf kommt es jetzt auch nicht an. Oh, ich sollte vielleicht auch die Etagen... Ich bin voll mutig! Ich laufe hier einfach nur... Die Etagen sehen aber auch so leer aus, als ob hier nichts... Als ob hier nirgendwo ein Ei liegen wird, irgendwie. Und ihr seht hier drüben auch, da sind wir eben nicht reingekommen, aber... Also, wir sind unten ins Restaurant reingekommen, aber wir konnten ja nicht weiter höher gehen als ins zweite Stockwerk. Und danach, wie man hier sieht, sind auch noch so Wohnungen, die sind zwar geschmückt, aber man kommt halt nicht rein. Und sie sind auch abwechslungsreich, aber sind halt auch mit Copy and Paste reingemacht. Aber es gibt wirklich... Aber das ist so detailreich, finde ich. Ja, es ist detailreich und es gibt wirklich auch viele unterschiedliche Wohnungsdesigns. Ne? Es sind zwar oft, es wiederholt sich halt, aber es sind viele unterschiedliche. Ja. Und sowas kann man echt auch wirklich nur hinbekommen, wenn man wirklich mit der Community zusammenarbeitet, ne? Und sowas kriegt ja kein Einzelner hin. Außer wenn er sein ganzes Leben dafür spendet, ne? Ja, also ich würde dafür 1 Million Jahre brauchen. Ungefähr. Für ein Gebäude, ne? Ja. Also für dieses Gebäude hier 100 Jahre. Ja, weil du auch die, genauso wie wenig wie ich, diese ganzen Copy-and-Paste-Commons kennen. Deshalb, allein deshalb würden wir Jahre brauchen, weil wir wirklich jede Etage einzeln bauen müssten, weil wir ja, und wenn man dann auch noch davon ausgeht, dass man nicht schummeln darf. Ach so, Survival, du willst das im Survival willst du das machen. Ja, lass uns das mal nachbauen, so. Im Survival, ja, ja, genau. Wir das machen, dann neben unserer Kirche kommt dann der Industriedistrikt, ne, und daneben dann die Weltbank unserer Minecraft-Welt, direkt neben die Kirche, neben unserer Mini-Kirche. Genau. Aus. Das schließen wir dann in einem riesigen, unter eine riesige Glaskuppel schließen wir das dann. Ja, und daneben, neben meinem Fischerhäuschen kommt dann auch nochmal so ein Gebäude hin. Da kommt dann ein Hafen hin. Genau, so ein Containerhafen. Ja, und daneben dann so ein Flughafen. Genau. Ich bin oben. Echt, du bist oben? Jetzt? Ja. Und nicht mit der Rolltreppe, ne? Du bist wie ich über die Glasblöcke gesprungen, ne? Was? Nein, ich bin über die... Ich bin geschwommen. Du bist geschwommen? Ja, sicher. Und ich laufe immer schon einmal im Kreis in den Dingsen. Man hier runterfallen? Ich hab das. Ja, du kannst da runterfallen, aber dann kriegst du ein Achievement, wenn du runterfällst. Darum nämlich. Warte, wir springen gleich alle am Ende der Folge. Leute, das ist eine Ankündigung. Am Ende der Folge werden wir alle zusammen von dem Gebäude hier runterspringen. Ich wollte jetzt schon springen. Nein. Du wartest auf uns. Bei wie vielen Minuten sind wir denn, damit ich das timen kann? 12. Aber ich werde noch brauchen. Ich laufe ja immer in meinem Kreis, damit ich gucke, ob hier irgendwo ein Ei ist. Ich nicht. Nee, also ich glaube, da ist nichts. Ich denke auch nicht, dass da irgendwas ist, weil es ist halt und einfach dann... so leer. Ist hier irgendwo eins. Ja, dann sind wir jetzt zu früh oben, wenn du jetzt, was ist? Ups. Wenn du jetzt ich hab mich du stehst bei mir gerade mitten auf dem Dach, was, wie hoch? Ich hab mich gerade voll erschrocken. Als ich kam, oder? Nein. Ich hab gerade aus Spaß an der Freude mal hier einen Glasboden kaputt gemacht, auf dem ich stand. Und ich bin du dachtest, du fällst jetzt. Ja, ich bin gefallen, aber ich hab mich ja das nicht, ne? Dadurch, dass das nur für so eine Sekunde verschwindet, ich stand dann natürlich wieder oben, aber war kurz geschockt. Ja, und wenn man jetzt eine höhere Sichtweite hätte, würde man auch das Gebäude da hinten, das gerade nur kurz aufgeploppt ist, sehen. Sagen wir einfach, es ist ein nebliger Tag heute in dieser Stadt. Sagen wir einfach, wenn du nur da oben stehst, kannst du doch auch einmal stimmt, weitermachen. Das stimmt. Gute Idee, aber das Problem ist, diese Ränder sind da, worüber man eigentlich auch... Ich will da nicht runterfallen. Ich will auf den äußeren Balken, aber ich... Damit auch, die gehört dann auch noch über die Dinger da. Sonst fürs Schwimmen gibt's hier gibt's einen Erfolg, ne? Echt? Ja. Wenn man 300 Meter... Ach so, ja, wir können ja runterschwimmen, das geht ja schneller. Wir springen, ja. Ja, verdammt. Fehler im Plan. Okay, ja. Ich werde gleich mal die Sichtweite erhöhen, aber ich will irgendwie versuchen... Boah, ich bin gespannt auf die Aufgabe findet was Hammer. Guck mal hier, Steffi. Wo bist du? Sehe ich nur. Hier. Ach, da. Guck mal hier, außen. Wo ist er denn? Hä? Da.
letzten Mal Aufnahmen. Was gibt's denn zu gucken? So, ich stelle jetzt mal hier Grafikeinstellungen. Körper einspringen. Ich stelle mal so hoch, wie es geht. Mal gucken, wie mein Rechner darauf Bewegung klarkommt. Bewegung ist gesund. Bewegung 18. ist gesund? 18. Habe ich gerade freigeschaltet. Und ich habe 13 verdient. Noch läuft es wow. flüssig, aber es baut auch gerade noch auf. Mach nie wieder was anderes, ey. Das lohnt sich gar nicht, arbeiten zu gehen. Ich laufe nur noch hier, hier rum. So verdiene ich ja, oder du kannst das Geld auch nur für Server ausgeben, ne? Da unten brauche ich mehr im Leben. Also bei mir lädt's gerade. Hast du auch schon umgestellt? Ja, auf 18 aber nur. Ich habe auf volle Kanne gestellt hier. Wobei ich... Nee, das wird eh nicht so weit aufbauen. Nee, es baut bei mir auch kein bisschen weiter auf. Kein bisschen? Können wir jetzt springen? Ups. Können wir jetzt springen? Können wir springen? Ja, warte, ich mach die Chance mal wieder zurück. Dann auf 8, ne? 8. Ja, hätten wir gerne gezeigt, aber na gut. Wir müssen aber auch irgendwo runterspringen, wo wir schön aufklatschen, ne? Ist ja wurscht. In irgendeine Richtung. Wie bist du denn da reingekommen, wo du gerade bist? Versuch hier auf diese... Oh, Bewegung ist gesund, ja. Versuch hier auf diesen Balken da zu springen. Siehst du den hier? Angst, was ist, wenn ich daneben falle? Dann falle, dann springe ich, dann springe ich hinterher. Okay, warte. Können wir springen? Ah! Voll Nervenkitzel, ne? Darf ich jetzt runterspringen? Ja, okay. 3, 2, 1. Oh, toll, ich lande erst mal auf dem wieder. Erfolg freigeschaltet. Du bist gestorben. Oh ne, gar nicht wahr, so hieß der Erfolg nicht. 3 Cent für den Tod, ey. So wie das ist doch, also, soll ich mal einer sagen, sterben. Tod kann sich lohnen. Ja. Und wir sind hier schön unten bei dem Café aufgeklatscht. Sind wir schon fertig mit der Folge? Oh, sprunghaft. 16 Minuten. 16 Minuten? Okay, ne, das können wir nicht so machen. Wir machen immer 20 Minuten. Ja, da war das halt nicht Abschluss, sondern Adrenalin. 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 Oh, guck mal, hier ist eine U-Bahn. Darf ich hin? U-Bahn! Ich glaube, die fährt sogar, habe ich gehört, aber kann auch nur ein Gerücht sein. Was machen wir? Wir fahren U-Bahn. So wie das hier alles aussieht, würde ich definitiv fahren. Ja, nee, die sehen nicht so aus, aber ich hatte... Nein, ich meine, so wie hier alles aussieht, so detailliert gebaut und überhaupt, da wird ja auch die blöde U-Bahn funktionieren, oder nicht? Aber wie kommt man da... Da, der ist offen. Boah! Tatsächlich! Hier geil. Man fährt zwar nicht, aber man teleportiert sich. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt Messe. Dann können wir ja in der nächsten Folge, können wir dann ja die Messe zeigen, wovon ich erzählt habe, wo die ganzen Mitbauer hier verewigt wurden. Und er lebt gerade die Welt um mich herum, darum habe ich gerade 12 FPS gehabt. Ich glaube aber nicht, dass es hier unten Eier gibt, oder? Guck mal. Das ist ein Ei. Ich glaube nicht, dass es hier Eier gibt, das ist ein Ei. Wir müssen mal gucken... Das hier ist, wenn wir hier wieder einsteigen, kommen wir dann wieder zurück zur anderen Station, weil vielleicht war da auch ein Ei. So, wo sind wir? Steht hier irgendwas? Fährt bis Stadtzentrum. Stadtzentrum. Ja, Stadtzentrum, von da sind wir gekommen. Nee, hier liegt kein Ei. Okay. Bist du da geblieben? Wo bist du denn? Nee, ich fahre jetzt wieder zurück zur Messe. Ach so. Ab nach Köln. Am Monat zu früh, aber ja. Bleibt hier bleiben. Na, wir sind doch erst bei 17 Minuten. Ja, aber wir können doch nicht jetzt schon die Messe zeigen. Komm zurück. Warum nicht? Da das erst für die nächste Folge hier ist. Hier gibt's doch eine andere Seite. Hier sind die Züge blau. Hier sind die Züge blau? Boah, krass. Oh, das ist aber ein fetter. Vielleicht da hinten auch noch, Ja, ich guck mal hier so. Nein, hier ist kein Ei. Schön mit dem Lila. Ja, wow. Sehr schön. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Das ist ja unser Texture Pack. Haben wir auch so ein Lila? Können wir auch so ein Lila machen für unser Haus? Bestimmt, wenn wir den Farbstoff dafür finden. Also was heißt denn Farbstoff? So eine Blume und daraus Farbstoff machen. Ja, also, es gibt ja auch viele neue Blumen. Vielleicht kenne ich deshalb noch nicht alle Farbstoffe. Ich finde die Autos hier total super, die sie gebaut haben. Mm-mm. So, und das hier ist die Messe, dieses riesige, fast schon... Sieht oh, ja fast... ich hab gar nicht links und rechts geguckt, warte. Oh, bei dem Verkehr, ja. Aber wir haben ja eh recht vorzugehen. Wir hätten in 2 Jahre reingehen müssen. Und am Händchen halten. Ich möchte da aber noch nicht rein eigentlich, weil das ist halt für nächste Folge Wir gehen bis davor und hier gucken wir, ob hier noch irgendwo Eier sind. Hi, hier ist ein. Plopp. Die sind voll auffällig. Ich denke mal, die sind in irgendwelchen Ecken oder so und dann liegen die einfach nur rum. Manche sind aber nicht ganz so offen. Wie viele haben wir jetzt? Also ich habe mal 5. 5.
Yeah. Also ich würde sagen, wir sind aber erst bei 19 Minuten. Wir müssen noch ein bisschen, also guck hier so. Guck Blumenmann. Wir spannern jetzt hier. Einfach. Wir können uns in den Park setzen und ein Brot essen. Brot. Ich habe kein Brot Picknick. Dabei. Picknick. Ja, nicht. Picknick. Das ist ein Bild von mir. Los, mach ein Picknick. Aha. Oh, ich habe die. Ich habe für dich posiert, aber du bist weggelaufen. Ach, hier ist ein Parkplatz, guck mal. Ja, wer nicht mit der U-Bahn fahren will, wie wir coolen Gangster, ne, der kann ja auch mit seinem Auto anreisen. Und ey, Leute, guckt euch mal an, wie fett diese Stadt ist, ne? Also, ihr habt ja auf der Map gesehen, dieses ganze Stadtgebiet, das zieht sich echt noch riesig weit. Und vielleicht ist hier ja noch was auf dem Parkplatz. Kixi, du kleiner Eierfinder. Was? Ich habe noch kein einziges gefunden, aber ist okay. Doch eins. So, jetzt sind wir allerdings auch schon bei 20 Minuten. Sieht aus wie mein Auto. Das ist bestimmt mein Welches? Auto. Weil die alle so unterschiedlich aussehen. 20.000 Blauen. Wo seid ihr denn jetzt? Auf dem Parkplatz. Ja, Parkplatz. Parkplatz, wir stehen hier auf dem Parkplatz rum. Und es wird Nacht, das ist nicht gut. Okay. Habe ich nicht geparkt. Kixi, fahr uns nicht weg, ne? Wir wissen da überhaupt hoch. Ach, der Leiter. Warte, ich will mitfahren. Ich hab... Warte, guck nochmal nach vorne. Guck nochmal nach vorne. Setz dich da vorne hin und guck nochmal nach vorne. Warte. Das geht so nicht. So. Guck gerade nach oben. Guck mal ein bisschen. Ja, ich muss, weil sonst geht das bei mir nicht. Okay, dann guck noch mal kurz nach vorne, einfach nur fürs Thumbnail. Warte, Was? Ja, irgendwie so, ja. Danke fürs Zuschauen. So ist es. Kommentare, Likes, was auch immer. Wenn ihr die Folge gerade guckt, während dieses Oster-Special ist, geht einfach mal auf den Server einfach als IP event.nitrado, oder? Wie ging das nochmal? event.nitrado.net. Genau. Für alle Leute, die dann irgendwie zusammenspielen wollen, man kann, wenn man, ja, ich habe den Chat jetzt gerade nicht einblenden lassen, aber einfach Chat aufmachen, / Server und dann S und dann die Serverzahl einfach eingeben, damit, wenn ihr mit Freunden spielen wollt, auch auf einen Server kommt. Ihr müsst gucken, die Server sind oft sehr voll, also wir hatten auch Problem. Na gut, wir wussten das vorher mit den Server. Das kriegst du einfach weg aus dem Auto raus. Wo ist sie hin? Schon ewig. Wir rennen hier rum. Nur im Parkplatz, mach dir keine Sorgen. Naja, aber egal. Ja, was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt habe ich mich rausgebracht. Die Infos stehen ja alle hier. Wenn man sich einloggt, dann... Genau. Man müsste die nur lesen. Und die Nitrado-Link werden wir wahrscheinlich auch noch in die Videobeschreibung reinpacken. So ja. Ist es. Und dann auch dieses, wenn man sich da anmeldet und so ein Scheiß. So, und mit diesen Worten, tschüss! Jo, tschüss!